Ja, wir waren also bei diesem sehr exotischen Vostoksee stehen geblieben. Warum ich das doch bringe, ist nicht, um jemanden zu verwirren, sondern um darauf hinzuweisen, dass man bestimmte Dinge erst dann richtig versteht, wenn man sie zum Extrem treibt. Also wenn man sie in extreme Bedingungen führt, dann kommt man auf bestimmte Gesetze erst drauf. Hier noch ein Überblick, der Ihnen eben zeigt, wie viel Energie da reingesteckt werden muss bzw. frei wird bei der Sublimation, bei der Resublimation, aber auch beim Schmelzen und beim Frieren vom Wasser. Das zur Erinnerung. Die Wasserdichte ist für die Stabilität von Seen, also für die Schichtungsstabilität, also ausschlaggebend. Und diese linke Grafik, die aus dem Lehrbuch von Wetzel stammt, zeigt, die grüne Linie ist also die Dichte vom Wasser abhängig von der Temperatur zwischen 0 und 30 Grad. Das ist meistens die Temperatur, in der sich Gewässer üblicherweise bewegen. Und dieser Einschub, diese Balken zeigen Ihnen, wie groß der Dichteunterschied pro Grad ist, wenn wir bei 35, bei 30, bei 25 und so weiter Grad diese Dichteunterschiede messen. Und Sie sehen, die Dichteunterschiede sind zwischen 4 und 5 Grad oder 4 und 3 Grad relativ gering. Das heißt, kaltes Wasser, das geschichtet ist, ist nicht sehr stabil, während wärmeres Wasser, das geschichtet ist und die gleiche Temperaturdifferenz von Schicht zu Schicht hat, ist also wesentlich stabiler als kaltes Wasser. Das, glaube ich, ist wichtig zum Verständnis, dass sich also eine Schichtung in einem See nur sehr, sehr schwer durch Wind und andere Einflüsse zerstören lässt. Ja, hier sieht man das dann in der Praxis. Man sieht also hier wieder die Temperaturkurve, also von etwa 22 Grad in 0 Meter Tiefe bis in 16 Meter Tiefe. Das ist ein kleiner See in Ontario in Kanada. Und was man noch sieht, ist also hier der relative thermische Widerstand. Man sieht also diese Sprungschicht hier, wo die Temperatur rasch abnimmt, wo es also eine ganz extreme Schichtung gibt, ist also sehr stabil und man muss sehr viel Arbeit aufwenden, um diese Schichtung zu zerstören, also den See zu durchmischen. Das gelingt bis etwa 2, 3 Meter Tiefe im Epilimnion, aber dann ist die Schichtung so stark, dass das nicht mehr passiert. Ja, Eiskristall. Wir wissen, dass das Wasser eben wirklich ein sehr seltsames Molekül ist, das also bei Abkühlung, bei Frieren eben geringere Dichte hat als im flüssigen Zustand. Das ist also hier dargestellt, diese hexagonale Struktur des Eises, das sich also in allen Schnee-Eiskristallen eben wiederfinden lässt. Die Eigenschaft von Wasser und Eis ist hier dargestellt und die Unterschiede hier sind natürlich wesentlich größer als die Unterschiede zwischen warmem und kaltem Wasser. Sie sehen, die Dichte von Eis ist 918,6 Kilogramm pro Kubikmeter oder Gramm pro Kubikzentimeter. Vom Wasser ist das also praktisch 1 oder 1000. Die spezifische Wärme, es ist alles sehr, sehr unterschiedlich. Und damit wären wir also durch.